Ich begrüße mal alle mal die Gäste hier herinne bei den Toni Opern. Ein riesen Applaus, dass alle hier da seid. Freut mich, wirklich. Super. So, und dann stelle ich hier die Musikanten vor. Der kleinste Mann, der ist heute das erste Mal hier. Das ist der Nico. Ein riesen Applaus für den Junge. Komm her zu mir. Der spielt heute das erste Mal. Und wenn der spielt, dann müsst ihr ein bisschen stark sein, dass man hört, gell? So, und dann habe ich eine Ehre aus Zillertal, die drei Männer da hinten, Gerdersblut, bitte nach vorne zu mir kommen. Wo ist der Dritte? Wo ist der Kenny? Ein riesen Applaus für die Gerdersblut. So, und dann habe ich noch eine Überraschungsgruppe, die wo ich gestern in Bad Füssing getroffen habe, beim Open Air, beim Dieter Gera auf sein Abschiedskonzert oder Veranstaltung habe ich ihn getroffen. Das ist die Gruppe Kreuzberg Trio. Bitte erscheinen, ihr drei! Waren auch bekannt durch Funk und Fernsehen, waren schon beim Musikantenstadl beim Andi Borg, vielleicht kennt ihr die. Nicht? Naja, dann haben wir hier noch eine Hausgruppe, die hier in die Toni-Hofburg kommt. Ein riesen Applaus für die Toni-Hofburg! Der Bruno, ah, guter Freund, kennen wir uns auch schon einige Jahre, aber passt schon. Dann möchte ich noch was sagen, ein riesen Applaus für die Küche, dass ihr gut bewirtet werdet. Ein riesen Applaus für die Küche. Und selbstverständlich auch die Bedienung, die kennen auch dazu hier, die kennen auch. Kannst du nicht zu bringen. So, jetzt haben wir alle da und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend zusammen und anfangen tut der kleine Nick. Ja, und seid ein bisschen leiser, dass ihr mir richtig hört. Also, ich wünsche euch viel Spaß, meine Freunde. Danke. Flott da, machen wir am Borischen. Echt fetzig Borisch. Ich glaube, es war gar ein Trara drinnen, wie die Vera Wochen nicht singt. Anfangen aber mit dem Gauborischen in der Früh aus der Ruhe. Okay.
Es war eine Ehre, war für uns eine Ehre, wenn ihr mal mit der Rasche mitspielt dann in der Rose. Und das hat geklappt. Und wir kennen uns jetzt schon, wie lange kennen wir uns schon? 4 Jahre? Viel zu lang. Ja. Und Kelly, was hat... Ja, red mal was. Ich komme auch eh da. Ja, Klaus, wenn du immer redest, dann könnt ihr ja drei reden. Nein, ich sagen, in der heutigen Zeit ist das ganz einfach. Klaus, natürlich sieht man immer alle im Zillertal. Und da haben wir uns gedacht, wenn wir es zweimal kennengelernt haben, und mittlerweile ist es eine Freundschaft da zwischen uns. Ich glaube, es passt ganz gut. Er kommt zu uns, wir kommen zu ihm, und oft ist das eine lässige Sache da. Genau. So, ein riesen Applaus, meine Freunde. Und jetzt, gerne spürt, haut rein, meine Freunde. Noch was will ich noch drüber reden? Ja, ein Witz. Ein Witz. Ein Wunder, Herr Schober. Schober. Ist er heimgegangen? Da möchte ich noch jemand begrüßen, der junge Mann, der wo ein bisschen einen Bauch hat, der einen Brauereikessel hat. Der da mit dem roten Himmel. Du, sag mal, hast du daheim in der Küche keinen Vorhang mehr, weil du es angezogen hast? Sauer! Ja, das ist der Franz. Das ist auch ein guter Freund von mir. Riesen Applaus.
kennen wir uns auch schon einige Jahre von den Ursprüngen vom PSV. Riesen Applaus für den jungen Mann. Wem haben wir denn noch? Ja, halt, jetzt habe ich noch jemanden vergessen. Ich habe hier, da vorne steht ein junger Mann. Der ist extra aus Ingolstadt gekommen, Fotos und Videos zu drehen. Ein riesen Applaus für den jungen Mann da. Es fällt mir der Name nicht ein. Klaus! Das war der, die weiß ja gar nicht, wie der heißt. Also, Gerhard Blumhaus, rein meine Freunde, jetzt geht's weiter. Ja, komm mal, so blöd sein. Also, 10 Jahre Ratschen Klaus und ich sagen, der Klaus ist heute eigentlich die Hauptattraktion, wenn er 10 Jahre Fest hat. Und hier ist Ratschenfest, also Klaus, komm her zu uns. Bitte, komm auf zu uns, das machen wir am Bayerischen. Und uns wissen was noch hier, der Bayerische. Ein Ludwig Bayerischer. Schnupper, Simon, Boris! Wegen dem wenig Haaren und Kopf, aber das Auswärts zu stehen. Gell? Stefan Sommer, wir haben den gleichen Friseur. Ja, das kann mal sein. Schau, geht's, wir stellen uns musikalisch vor. Schau, du hast das schon erhört, gell? Der Klaus natürlich, zahle eine Runde. Das gibt's ja auch so, das ist schon mal. Ronald, natürlich schon, oder nicht? Der Klaus in der Runde, mich hinein, gell?
haben wir es geschafft. So, jetzt haben wir stoßen jetzt gemeinsam mal auf unseren Klaus hoch, gell? Natürlich auf uns alle. Draußen ist das Sauwetter, das ist uns verändert, aber dort auch scheißegal. Wir haben auch Augen, wir machen uns selber ein bisschen nass, obwohl es in der Regen ist, wir schwitzen. Und ganz vielleicht der Kultur noch mit uns, das ist sehr egal, gell? Die Gläser! Die Gläser! Die Röcke! Oh, ein Prost in der Gemütlichkeit! Kenny hat der Witz am Lager. Gott schütze uns vor Hagel, Sturm und Wind und Lieder, die vom Hansi Hinterseer sind. Also bitte, die Hans-Hinterseer-Fans nicht zu ernst nehmen, gell? Wir wissen, Hans-Hinterseer ist ein großer in Tirol, ein guter Werbeträger, also dürfen wir ihm das normal nicht nachsagen, aber als Trinkspruch passt das schon. Das passt ja noch nicht. Die haben wir hier schon gepinselt. Was machen wir jetzt mit Lied? Ich würde sagen, wir machen jetzt ein Lied, gell, was würde besser passen. Wir sind vom schönen Tirolerland. Der Klaus hat sich gewünscht. Das Land Tirol! Auf geht's, Freunde! Auf geht's, dein Sohn! Aber Klaus, du musst mal ein Ratsche holen. Was ist denn mit deiner Ratsche los? Ist schon da. Yeah!
klatschen wir gemeinsam und singen wir gemeinsam. Das ist ein Ding, ey. Die Internationale. Auf geht's. Du bist das Land, ich bin der Alte. Weil du so schön bist, heißt der Roland. Alle singen! Du bist das Land, ich bin der Alte. Spitze! Ein wunderschönes Lied, den Nati wird Freude und ich glaube, das Haus hat es ja auch immer, gell? Blind, war zu stark der Gegenwind. Gesundheit! Ich bin von Haus aus blind! So in der Zone, jetzt hängen wir wieder ein, machen wir wieder was Gemütliches, gehen wir zu den Lippen. So, Tore! Die Männer sollen sich das vielleicht einmal Gedanken machen, ob sie der Frau immer alles richtig sagen, gell? Wo wollen sie noch, wo wir kommen? Und so nach vorne. Ist eigentlich durch mich entstanden. Ist auf deinen Mist gewachsen. Auf deinen Mist. Genau. Ja, pass mal auf, vor 9 Jahren ist das her gewesen. Ich habe am. Hallo, hier nicht so viel Lachen, auch die Schlafwagen ein bisschen aufpassen da hinten. Ja, hast du schon recht. Pass auf. Also nochmal noch zurück. Da habe ich bei meiner Chefin, ich habe auch am See gearbeitet, war dieser Biergarten. Da habe ich Chefin gesagt, schon ein Stück mit der Scheibe, mit dem gebracht man nicht. Da habe ich mit dem Toni Hofburm, mit seiner Mutter, ein paar Monate. Also Gras, im Winter, Krebs, der Toni, sein Vater, der Milja, sein Vater, ach, da wird sowieso nichts raus. Aber wir haben praktisch, war das vor 9 Jahren, einen riesen Erfolg gehabt. Und ja, ich freue mich, Michael, dass wir nach 9 Jahren noch zusammen sind. Das ist wichtig, Klaus. Und nächstes Jahr haben wir das 10-Jährige. No, Toni Hofbaum Fest, riesen Applaus, Freunde. Ja. Das freut mich. Dankeschön, Klaus. So ist es, genau so ist es. Wir sind die Jungen.
Wir sind wie wir sind, der Geist ist dabei, mach die Stimmung.
und sozusagen auch das ganze Showprogramm übernommen hat. Einen kräftigen Applaus für unseren legendären, unvergesslichen, einzigartigen Ratschen Klaus! We'll be right back.
I'm gonna go get some more.